Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Wo gerade aus irgendeinem... Ah, da ist sie. Achtung. Dramatische Musik. Also sprach Zarathustra. Einigen vielleicht bekannt aus Odyssee im Weltraum. 2001. Ganz berühmter Film, Ridley Scott. Und gerade unheimlich passend für unsere Höhlentour. Ich nehme mal lieber das Schwert in die Hand, fällt mir gerade so auf. Haben wir ja jetzt eigentlich schon ausgeleuchtet, dachte ich. Okay, wir sind offenbar von da gekommen. Aber nach oben sollte man immer etwas Licht machen. Oh ja, das passt gerade extrem gut hier. Sehr geil. Dramatisch, dramatisch, dramatisch. So. Das war die normale, ne? Hier war unser Hündchen noch in der Nähe irgendwo. Als ich die Folge... ja, muss die gestrige Folge gewesen sein. Geschaut habe, musste ich mich ja doch ein bisschen sehr über mich selbst amüsieren, als ich dieses hier Hühnerz ausgesprochen habe. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich mache mal ganz kurz Pause. Beziehungsweise ich pausiere kurz die Aufnahme. Ich habe nämlich was vergessen zu erledigen. Kleinen Moment. Ich wollte doch mit der Maus spielen und mir fällt gerade was auf. Ich habe was vergessen. Guck mal. Ich hab Optifine. Ja. Da ist das Hühnchen. Und hier sind schon wieder die Sugarplum Fairies im Gange. Ich glaube, ich habe da mehrere Versionen von runtergeladen. Das müsste ich mal ändern. Also, ich möchte mal behaupten, an Kohle hat es hier keinen Mangel. Absolut nicht. Und wir brauchen ja jede Menge Kohle. Nein, ich habe mich jetzt die Tage, man hört es ja, ich bin immer noch recht erkältet. Und es war so zwischendurch ein paar Tage, wo ich halt gar keine Stimme hatte. Deswegen sind zwischendurch auch mal Folgen jetzt ausgefallen, weil ich einfach auch noch dran arbeiten musste und einfach echt keinen Ton rausgekriegt habe. Und derzeit habe ich mich mal so ein bisschen hier beschäftigt mit Zeug, Stuff. Unter anderem eben mal ein bisschen mit Mods. So ganz rudimentär. Weil ich ja, wie gesagt, kein sonderlich großer Mod-Bastler bin. Und habe halt es tatsächlich hingekriegt, Optifine zu installieren, weil das ist ja auch so unglaublich schwer. Hätte mir das nicht mal einer sagen können, dass das so piss einfach ist. Das war mal wesentlich schwieriger. Aber inzwischen kann man Optifine relativ einfach und simpel selbst installieren. Und es war tatsächlich auch so, dass das im Prinzip sofort wunderbar gelaufen ist. Also, dass ich da nicht mal irgendwie Probleme hatte. Das war ganz schön. Ich habe es dann auch probiert mit Shadern, weil ich ja schon mal erwähnt habe, dass ich also Shader sehr schön finde und das auch ganz gerne machen würde. Ich habe es ja auch installiert gekriegt. Alles wunderbar. Allerdings packt mein Rechner das nicht. Also, wenn ich die Shader anmache, dann ist hier schwarzer Bildschirm und dann hat das nicht allzu viel Zweck, das zu probieren. Da habt ihr nichts von und ich auch nicht. Und in der Höhle ist das sowieso vollkommen nutzlos und naja, ich muss mal gucken, ob ich ein bisschen, ja, weniger intensive, arbeitsspeicherintensive Shader finde. Das weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Und das waren jetzt die Suse-Shader, die ich da drin hatte. Ich glaube, das sind so ziemlich die Standard-Shader, die man so als erstes benutzt. Und die waren halt für meinen Rechner einfach zu hart. Das konnte der nicht. So, ich möchte mich mal langsam so ein bisschen zurückbewegen. Huch, ist das dramatisch hier in meinem Ohr. Ich hoffe mal, das ist für euch nicht zu laut.
Mir ist aufgefallen, ich habe beim letzten Mal ziemlich gebrüllt dagegen an, obwohl die Musik für euch gar nicht so laut war. Deswegen spreche ich jetzt einfach mal im normalen Ton weiter und hoffe mal, dass ihr da... So, ich kam von hier. Aber ich habe nämlich, ne, wenn wir mal gucken, wir haben schon 39 Eisenerz hier gefunden. Das ist schon ganz schön viel. So, das hier markieren wir uns jetzt einfach mal mit ein paar Dingern. Da sind wir gewesen. Und das machen wir hier dann auch gleich. So. Ja, wir können ruhig die Spitzhacke benutzen dafür. Dafür habe ich das Ding. Jetzt habe ich da zwar die Effizienz drauf, aber ich habe das Gefühl, das Ding geht trotzdem rasend schnell kaputt. Das ist etwas ärgerlich. So, dann gucken wir hier oben nochmal. Wie spiegelt mein Bildschirm gerade? Hier geht's normal runter. Dann machen wir das doch mal, weil hier sind ja wahnsinnig viele Eisenblöcke. Das muss man doch nutzen, Himmel, Herrgott. Denn wir werden auch weiterhin viel, 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 viel Eisen brauchen. Das ist einfach eine Tatsache. Hier waren wir offensichtlich auch schon mal irgendwo. Da. Wo sind wir hierher gekommen? Wurscht. Hier ist irgendwo hier muss irgendwo die Schlucht in der Nähe sein, weil hier blubbert die Lava. Ja, ich weiß, ich bin in einer Höhle. Stell dir vor, Minecraft, das ist mir schon aufgefallen. Da brauchst du jetzt hier nicht nur irgendwelche furchtbar schaurigen Höhlengeräusche zu machen. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist es... Habt ihr schon irgendwie ein Skelett oder ein irgendwas, überhaupt irgendwas gehört? Es ist hier so still. Ich bin etwas irritiert. Wir haben uns jetzt noch zu noch einer Höhle durchgebaut. Super. Ah ne, hier waren wir schon. Also, wir haben zumindest den Gang hierher schon entdeckt. Wenigstens ist das mal eine, wo ein Ende ist. So, und wenn ich jetzt hier wahrscheinlich das Eisen und so gleich abbaue, dann finde ich direkt dahinter die nächste Höhle oder so. Ich nehme übrigens bewusst gerade hier Stein mit. Aber wir haben da nicht mehr allzu viel von und so die nächsten Bauten würde ich schon ganz gerne aus Stein machen. Die ich so im Kopf habe. Ich möchte zum Beispiel gerne einen Wachturm haben. Und dafür brauche ich definitiv eine Menge Stein. Deshalb nehme ich hier auch mal ein bisschen mit. Ganz ab davon, dass wir ja auch ein bisschen unseren Weg damit markieren wollen. Mir ist übrigens aufgefallen, beim Gucken. Ich habe ja schlauerweise keinen Kompass mitgenommen. Und auch wenn ich im Moment, glaube ich, die Orientierung halbwegs wiedergefunden habe, halbwegs, ich betone das nochmal, halbwegs, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es hier nicht so der richtige Weg ist, dass es passieren kann, dass ich mich hier also wirklich endgültig gnadenlos verlaufe. Und dann finden wir nicht mehr nach Hause, wo ich mich irgendwo hochbuddeln muss. Und das wäre natürlich schon ärgerlich. Wir haben fast einen ganzen Stack Eisen schon gefunden hier. Das ist ja irre. Da ist gerade irgendwas über Erde gelaufen. Wo waren hier Erde? Da war Erde, ne? Wer war das? Irgendwie ist das hier merkwürdig. Fällt da gerade sowas ein. Hups. Habe ich vergessen. Ja. Hoppala.
das habe ich tatsächlich vergessen. Ich habe ja hier rumprobiert und bin, also nicht in dieser Welt, aber in den anderen halt. Und das speichert sich Minecraft ja immer für alle Eventualitäten. Da ist ein Skelett. Aua! Nie hauen! Und da hinten ist ein Creeper. Ich habe den gesehen. Na komm her, du Sau. Noch einer. Zwei Creeper. Aua. Aber der hat den anderen gleich mit weggesprengt. Auch nicht schlecht. Habe ich doch glatt vergessen. Mir meine Monster wieder anzumachen. Also, sorry. War nicht mit Absicht. Ich habe es tatsächlich vergessen. Das kam durch die Rumprobiererei. Also wir können nachher schön verzaubern, weil wir können ja zum einen noch Kühe wieder züchten, dann können wir auch schon mal wieder ein paar Kühe abschlachten. So, ich hoffe mal jetzt, von da kommt nichts großartig. Nö, ne, hier kommt keiner rein. Hier sind sie alle lieb. Da nicht. Wer bist du? Warum bist du? Und wer hat dich hier reingelassen? Ich war das nicht. Ich habe dich nicht bestellt. Wie man sieht, meine, das habe ich jetzt auch über Optifine eingestellt. Es gibt ja die Möglichkeit, dass also die Monster verschiedene Texturen haben und aus irgendeinem Grund hat es so die letzten Minecraft-Versionen nicht automatisch überstanden, dass also diese Möglichkeit da ist. Früher war das also normal so, wenn es verschiedene Monster-Skins gab, also verschiedene Texturen für die Monster, dann wurden die auch automatisch alle benutzt. Aber aus irgendwelchen ominösen Gründen ist das nicht mehr der Fall. Und das kann man aber mit Optifine halt wieder einstellen. Und das habe ich jetzt gemacht, so das ist also... Hui! Aua! Wo kam der denn her? Sorry. Ich muss gerade über mich selber lachen. Ich, nee, mit Monster in Höhlen und so ist nicht so meins. Ich kann auch ganz gut ohne Monster in Höhlen sterben, muss ich sagen. Also, ich bin da gut drin. Irgendwo runterfallen, in Lava plumpsen, ist alles schon da gewesen. Ach, guck mal. Licht. Tut mir leid. Ich finde mich gerade selber höchst albern. Ja, also jedenfalls kann man das mit Optifine halt wieder einstellen, dass die verschiedenen Texturen, die da sind, auch angezeigt werden. Deswegen gibt es jetzt auch ein bisschen buntere Monster hier. Es gibt buntere Kühe. Wir haben zum Beispiel ein schwarzes Huhn da hinten. Die waren sonst immer alle weiß. Jetzt sind sie auch mal wieder schwarz zwischendurch. Das finde ich ganz schön. Ich weiß nicht, warum das nicht mehr so gut geklappt hat. Weil ich entsinne mich noch so an meine ersten Misa-Zeiten, die ja auch noch nicht so lange her sind. Und da war es halt immer alles sehr bunt. So, verdammte Axt, wo kam ich her? Von da, ne? Was hier? Kam ich von hier? Nein, ich kam nicht von hier. Siehst du? Ich habe mich verlaufen. Wusste ich. Kam ich von da? Also mir kommt das ja hier alles sehr bekannt vor, aber... Wo war jetzt der Ausgang, den ich benutzt habe? Der war es nicht. Schnauze. Ich habe mich verlaufen. Ich renne jetzt hier bestimmt tausendmal im Kreis. Wie das andere bekannte Leute auch sehr gut können. Da war das, glaube ich. Ja, genau. Hier kam ich her. Hallo! Hund, ich habe nur Hallo gesagt. Da ist keiner. Ich habe gerade meinen Hund verwirrt. Noch so einer. Der sieht hier heiß aus. Hey, Kollege. Jetzt habe ich mich vor meinem Hund, weil der so gebellt hat, erschreckt. Ich bin noch echt... Ist alles gut. Alles gut. Toll, jetzt ist auch noch meine Spitzhacke kaputt. Ganz klasse. Na gut, dann nehmen wir die Behutsamkeitsspitzhacke. Die will ich nur nicht für die Kohle nehmen, weil das ist irgendwie total ineffektiv. Und eigentlich... Hier ist irgendwo Wasser.
will ich ja auch nur wieder nach draußen. Ich meine, der Weg hier scheint schon mal nicht in die falsche Richtung zu führen, was das angeht. Es geht zumindest nach oben. Und da hinten sehe ich... den Wasserfall, der in unsere Höhle mündet. Ich bin quasi sozusagen fast zu Hause. Ich habe nämlich jetzt schon die Schnauze voll von Höhlen und zwei Höhlenfolgen reichen auch. Denn ich nehme jetzt auch nur noch diese Folge auf eben. Bin heute also sehr sparsam beim Aufnehmen. Ich nehme nur eine Folge auf. Hier bin ich nicht richtig. Weil die dann heute auch gleich rausgeht. Wie gesagt, ich bin ja hier so ein bisschen angetitscht und konnte nicht so viel aufnehmen, wie ich wollte. Eigentlich mein Auge juckt. Hört ihr hier mal rum? Ich gehe jetzt. Licht! Tageslicht! Wir haben überlebt! Junge, dir fehlt der Kopf? Au! Ich war mal besser im Creeper ausweichen. Und es ist sogar morgen. Voll cool. Na, guck mal. Wir haben hier nämlich jetzt auch nicht mehr nur rosa Schweinchen, sondern da haben wir ein buntes Schweinchen. Wir haben jetzt hier eine ganz nette bunte Mischung, denke ich, drin. Das ist ganz schön. Ich mogel mich hier mal gerade raus. Oh, Tageslicht. Das war natürlich nicht unser letzter Besuch da unten in der Höhle, denn wir wollen die ja komplett erkunden, ganz klar. Man sieht, Optifine ist drin. Es ist alles etwas bunter hier als vorher. Was ich interessant finde, ist, dass die Bäume jetzt so herbstlich aussehen. Aber gut. Also das ist, ich finde, diesen Zoom-Effekt, den finde ich ja toll, ne? So, dann gehen wir mal durch unser Weizenfeld. Nicht unbedingt mit der Spitzhacke, vor allen Dingen essen wir vorher erstmal was. Damit wir gleich nochmal Kühe füttern gehen können. So. Im Hintergrund ein bisschen Bassgezupfe. Von Herrn MacLeod. Ich glaube, wir ernten hier gleich mal alles ab. Die Karotten lassen wir zwar stehen, aber zumindest die Kartoffeln, da gehen wir auch nochmal durch, dass wir uns neue in den Ofen schmeißen können. Sonst müssen wir nämlich irgendwie demnächst hungern und das wollen wir ja nur nicht. Ich glaube, so viel Kartoffeln habe ich nämlich gar nicht mehr. So, Weizen und Kartoffeln. Kommt hier bestimmt gleich wieder irgendein Creeper an und schießt mir hier meine mühevoll gearbeiteten Weizenfelder weg. Dann kriege ich einen Kotzkrampf, glaube ich. Also irgend sowas in der Art zumindest. So, ich mache jetzt tatsächlich gleich Schluss, weil sonst finden wir nämlich die Folge noch viel zu lang. Ich gehe nur noch schnell Kühe füttern. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und damit ist dann auch schon die erste große Höhlentour beendet. Hallo Zombie mit Helm. Dann nehmen wir mal das Schwertchen in die Hand. Huch, da ist eine Höhle geplumpst. Na sowas. So, ich hoffe mal, bei den Kühen ist jetzt hier nicht hier gerade große Creeper-Party. Nö, sieht nicht so aus. Okay, hallo Lace! Ihr seid ja auch alle schon so groß. Mensch, ist das toll. Weizen. Hui! Ich hasse Creeper. Kann doch echt nicht angehen.
Vor allen Dingen, dass die mich heute immer erwischen. Das ist doch nicht normal. Ja, ja, Mumu. Alles gut. Ich mach das jetzt erstmal zu hier. Etwas provisorisch. Weil ich nicht so viel Erde hab. Na gut, Ladies. Ich hab tolles, lecker Essen. Kommt mal her zu mir. Wer mit wem ist mir eigentlich vollkommen wurscht. Hauptsache sind hinterher noch viel über. Du hattest schon offensichtlich. Hatten die auch schon beide? Ist noch irgendwer ohne Fahrschein hier? Oh, lass mich mal raus. Du hattest doch bestimmt noch nicht, ne? Doch, du hattest schon. Und du? Du möchtest noch Liebe machen. Liebet und mehret euch. Hier ist ganz schön Party, so um uns rum. Sehr schön. Jetzt habe ich hier irgendwen unglücklich. Ja. So, fallt nicht in das Loch, Kinders. Dann mache ich morgen wieder zu. Jetzt geht die liebe Tante erstmal in die Haie. Und beendet damit dann auch die Aufnahme, die schon wieder 5, 6, 7 Minuten länger ist, als sie eigentlich geplant war. Ah ja. Ja, durch Optifine funktioniert ein Teil der Texturen anders. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch hier die Connected Textures. Hier drin, das finde ich ganz schön eigentlich. Man sieht, die Treppenstufen sehen zum Beispiel anders aus als vorher. Oder ob das jetzt daran liegt, dass hier teilweise die Honeyball-Texturen drüber liegen, weiß ich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das ganz gut so. Ja, was soll ich sagen? Mit einem Blick auf diesen dramatisch schönen Sternenhimmel wünsche ich euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Tschüss.